So, da bin ich wieder. Jetzt gucken wir mal hier hinten. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Professor Schalls Ausweis? Was ist ihm dazu gestoßen? Ja, aber wir können damit trotzdem nicht viel anfangen. Das Witzige ist nur, was... Und hier mit dem Lappen. Mit dem Lappen das hier sauber machen. Oh, nicht, okay. Mir einen kleinen Stein, aber... Und Zahnrad für... Hä? Ja gut. Hier komme ich nicht ran, ich könnte hineinfallen. Das muss auf jeden Fall irgendwo hier hinten was sein. Geht auf jeden Fall immer in die Richtung. Was anderes als hier kann ich halt nicht finden. Hier oben einfach nochmal. Ja, es ist zu dunkel. Ja, völlig bewusst, okay. Warte mal, mit dem kleinen Stein vielleicht hier? Ja. Okay. Dann kommen wir auch in das Zahnrad. Jetzt geht's weiter. Nach einem kurzen Aus geht's weiter. Oh nein, warme Vogel. Vogel! Thank you. You seek the stone. I will help you find it. But beware, it will not be easy. The secret of the paths lies within the Philosophia de Occulta. Okay. Ein Schlüssel. Dreh die Ringe in die richtige Position. Das ist auf jeden Fall. Das hier. So. Jetzt passt es. So, da fehlen dann aber noch zwei. Mit dem Schlüssel. Schlüssel fürs Bootshaus wahrscheinlich, ja. Die sehkräfte Spinne. Und ab in die Fährstation. Hier können wir auch einmal aufmachen. Okay. Ich weiß nicht, wo Salem abgeblieben ist.
was du in dem Spiel ja gern verstecken. Hier ist ein... Ist das wirklich derselbe Ort? Er sieht so friedlich aus. Foto. Das sieht sogar ganz schön aus hier. Bild gucken. Okay. Die Auserwählte soll die vier Wächter aufsuchen. Und jedes wird die Reinheit ihres Herzens. Vorsicht! Ja, hier sind ganz Karte und ganz viele Orte. Das Tornado? Das ist eine Karte der Insel, auf der etwas gekennzeichnet wurde. Flut? Tornado. Warte. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Bische. Nein, kann ich nicht. Okay. Ein Stein löst hätte ich alle Probleme. Okay. Da ist gerade jemand lang gegangen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich beobachtet werde. So, warte mal. Wir brauchen dafür. Zahl. Ich lese das jetzt hier aber eher das vor. 1614. Wobei, doch, ich kann das ja am Ende jedes Parts, kann ich das ja mal so vorlesen. Also, mache ich gleich. Hab ich aber vergessen. 1614. 1614. Und der Hebel fehlt natürlich. Okay. Dann werden wir jetzt erstmal das Buch hier lesen. Kate, Mike, der Professor und ich auf dem Schreibtisch habe ich ein altes Foto gefunden. Daran erinnere ich mich noch. Ich wurde nach 4 Jahren harter Arbeit gemacht. Weiter darauf zog Gordon sich unangemeldet von seiner Stelle als Direktor der Fachschaft für Mystik einer Universität Cambridge zurück und verschwand. Lange Zeit konnten wir uns nicht mit seinem Verschwinden abfinden. Er war ein hervorragender Wissenschaftler und großartiger Lehrer. Es war eine Freude, mit ihm über seine Leidenschaft, Alchemie, Okkultismus und religiöse Orden zu diskutieren, auch wenn er oft abwesend oder sogar arrogant wirkte. Er hatte immer das Gefühl, dass Gordon etwas vor uns versteckt. Niemand von uns wusste, warum er auf seine brillante Karriere verzichtete, aber es gab Gerüchte, dass er auf eine Insel vor der schottischen Küste zog. Ja, das. Nur die, also wie den. Das hatten wir ja schon. Ich bin so dankbar für Professor Childs Hilfe, dass ich ihn jetzt, wo er meine Hilfe benötigt, nicht abweisen kann. Seinen Aufzeichnungen zufolge existiert der Stein der Weisen wirklich. Ich muss nur alle Teile des Medaillons finden und seine Anweisung befolgen. Ich bin sicherlich nicht die Auserwählte, aber ich bin hier, um zu helfen. Was ist geschehen? Ich weiß noch, dass ich in Professor Childs Büro in London stand. Ich kann mich nur an einige Bilder erinnern. Ein Boot, einige Worte und Symbole. Wo bin ich jetzt? Hängt dies etwa alles mit dem Medaillon zusammen? Der seltsame Geruch überall ist beunruhigend. Ich frage mich, was als nächstes passiert. Aber ich muss Professor Child helfen. In unserem Unterricht wurde viel Wert darauf gelegt, dass wir auch auf die kleinsten Details achten. Im Logbuch des Kapitäns fand ich ein Ticket mit einer Zahl darauf. 1614. Sicher handelt es sich dabei um mehr als nur ein altes Ticket. An manche Dinge wird man sich ein Leben lang erinnern. Ich habe eine Brieftasche mit Professor Schalts Ausweis gefunden. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Das Geheimnis des Wegs liegt in der Philosophie de Occulta. Was meint dieser sprechende Amtssinn nur damit? Es ist der Code für den Orden von Canon Rock. Das weiß ich noch von Gordon Childs Vorlesung. ETA. Canon Rock war einst auch als die Insel der Liebe bekannt. Der Orden von Canon Rock war ein friedlicher Orden. Doch dann tauchte ein geheimnisvoller Eindringling auf und brachte Chaos und Tod.
kann passieren, ne? Dann gehen wir erstmal zurück. Und das Wellenlicht. So, und jetzt können wir hier auch bimmen. Okay. Klasse Engel Auto. Okay. Jo, wo gucke ich an? Klasse Engel. Engel. Flosse und Auto. Flosse, keine Flosse. Flosse. Auto. Schraube, Tomate, Lappen. Vergammelte Tomate. Lappen und Schraube. Das war wohl die Schraube. Das sind Dokumente. Oder eigentlich den Lappen. Ich weiß jetzt Lappen an, aber... kein Lappen. Doch kein Lappen. Das war ein Lappen, okay. Schwimmweste. Kakerlaken. Ja. Oh, von denen habe ich mir geträumt. Unheimlich. Nämlich eklig. Traube, dann müsste hier oben ja jetzt auch Licht sein. So. Augen. Unten werden sie ab und zu auch gelb. Warte, da war was. Da. Jetzt kannst dich vor mir verstecken. Und jetzt 1, 6, 1, 4. Nein! 6, 1, 4. Ah. Ach, komm, hör auf. Ja. Tada. Nein. Nein. Ja. Oh, Mann. Ich finde das Passwort heraus und drehe die Walzen, um es einzugeben. Warte mal. Der Buchstabe. Der bereits ein L. Der. A. Das. Das. V. Da. Tada. Mit dem Licht eines Engels. Hält die Auserwählte gebrochene Herzen. Davon hat mein gefiederter Freund gesprochen. Etwas über einen Weg. Ja. Da war sie auf wo. Oh, eine Frau. Und wer ist sie? We've waited so long. This baggage is yours, isn't it? It was foretold you would come. Gehen wir aber erstmal hier lang.
denn? Nicht ernsthaft, ich muss mir dieses Bild tatsächlich... Versuch's. Das. Halt! Er hat mich wohl nicht gehört. Fischies! Und wir sind Tierschützer. Sehr schön. Anker. Fisch, Hammer, Fangglas. Nein, das war kein Fisch. Das ist ein Fisch. Wobei, das ist eigentlich auch ein Fisch, aber ein toter Fisch. Fisch. Das ist ein Schlüssel für das Buch. Das ist noch eine Kakerlake, ein Hammer. Schlinge. Und eine Kakerlake und ein Fernglas. Fernglas finde ich natürlich nicht. Ja. Und eine Rose. Wo immer ich jetzt eine Rose herkriegen soll aus Salem. Na komm. Ich bin hier noch eine ganz. Ja, da kannst du kaum erwarten, wenn ich Platz mache, ne? Komm her. Komm. Doch, komm her. Konnte er kaum abwarten. Oh. Ah, Rose. Die Bäume versperren die Straße. Hoffentlich muss ich nicht in diese Richtung. Oh doch, meine Liebe. Meistens musst du in diese, so eine Richtung. Du dich immer auf meinen Arm legen. Aua. Jetzt bist du glücklich, ne? Hier geht's in eine Mine. Eine Mine. Eine Mine. Ein Grab. Ich weiß, ich bring den jedes Mal. Es tut mir leid. Bitte verzeiht mir. Okay. Machen darf ich aber auch irgendwo wieder was, oder? Hier ist eine Klemme. Ich muss den Hebel finden, wenn ich die Lore leeren will. Ist mir eigentlich mal klar geworden, wie ich eigentlich jetzt so hier trinken soll? Gar nicht mehr mein Glas ran. Dafür brauchen wir Knopf. Dafür brauchen wir Bretter. Was fehlt uns denn noch alles? Benötiger Eingriff. Ach komm. Und wie ist er da reingekommen? Ah, okay. Dafür brauchen wir die Angel. Was brauchen wir für die Angel? Das wichtigste Teil fehlt daran, echt? Okay.
Ich hab keine Ahnung. Nein. Aus. Das ist tatsächlich mein Koffer. Nein. Benötigen wir auch etwas anderes für. Damit kriege ich die Kette und die Dinger auch nicht los. Ja, vielleicht. Irgendwo weitergehen. Ich will nur wissen, in welche Richtung. Ja, also tatsächlich da oben. Eine gute Idee. Nur sie steckt unter dem Stein fest, vielleicht. Ja, aber was soll ich denn hier noch machen? Ich doch jetzt hier schon. Ah, da kann man noch separat rein. Okay. Das was hier nicht. Ich sehe. Das ist auch so erheblich einfacher. Brauchte ich jetzt noch meinen Hebel? Da oben. Da habe ich auch eine Spitzhacke. Das hilft mir aber noch nicht weiterzukommen. Ah, das hier kriegen wir damit auf. Da haben wir jetzt so einen Haken. Den können wir jetzt hier an die Route ranmachen. Und jetzt hochholen. Wir dürfen hinein.
Can't you understand that? He took her, and with her my entire life. My heart has turned to stone. Is there nothing that can break through to it? All I can think of is the Moonstone, a crystal as pure as her soul. Okay. Merci, der Fischer. Ich kann ihn hören, als wenn er sprechen würde. Das tut er nicht. Das muss die Macht des Medaillons sein. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ciao!